Hallihallo, ihr Lieben. So, ihr habt mich gefragt, wie ich denn zu diesen neuen Masken stehe und zu dieser aktuellen Verordnung und was ich darüber denke und so weiter und so weiter. Ja, also zum einen, diese neuen Regelungen, diese neuen Masken sind Arbeitsschutzmasken. Das sollte man nicht vergessen. Ich finde es fatal, dass Tatsache einfach gesagt wird, ja, die neuen Gesundheitsmasken. Und es stimmt nicht. Es sind Arbeitsschutzmasken und die darf vor allem eigentlich auch nicht jeder tragen. Ja? Also normalerweise muss genau getestet werden, Vorerkrankungen beispielsweise. Und nicht jetzt einfach so, wie es jetzt heißt, jeder muss sie tragen und zwar überall, ansonsten darf sie nicht mehr rein. Also ich habe es selbst erlebt in der Arztpraxis. Zum einen, wo es hieß, nee, ohne gibt es keine Behandlung. Und aber das Gleiche auch vor uns bei der Apotheke. Ich wollte nur was abgeben und sofort. Also ich hatte ja eine Maske um, ja, gut, meine Glitzermaske, aber ich hatte eine um. Und sofort kam, ja, wo ist Ihre Schutzmaske? Ich habe meine Schutzmaske um. Nein, Sie wissen ganz genau, Sie müssen jetzt die neuen tragen. Ich sage, nein, muss ich nicht, ich habe eine Befreiung. Dazu Neuwert. Und dann fing er wieder an. Ja, aber wenn Sie die nicht tragen und wenn Sie keine haben, dann dürfen Sie ja nicht rein. Ich sage, ich wollte nur was abgeben. Sie müssen draußen warten. Also ich finde ganz ehrlich diesen Umgang katastrophal. Und ich finde es schlimm, dass zum Beispiel auch ein Apotheker so vorgeht. Denn normalerweise sollten gerade die auch darüber informiert sein und sich auch damit auskennen, was es für Masken sind, welche Voraussetzungen gegeben sein müssen und wofür die Tatsache nützlich und hilfreich sind. Und nicht, dass man jetzt hier so ein Terz draus macht, Forderungen stellt und entsprechend auch noch ja, wütend und sauer wird, ja, und richtig laut. Ja, was soll ich dazu noch groß sagen? Was die Masken an sich angeht, ich sag's jetzt mal anders. Der ein oder andere wird bestimmt, ich sag jetzt extra mal Gerücht, auch gehört haben, bildet euch selbst eine Meinung dazu, dass diese Masken eigentlich nur in Umlauf gebracht wurden jetzt, weil jemand aus der Regierung, dessen Frau diese Masken in Umlauf gebracht hat und man möchte ja Geld machen, ne? Also soll sich jeder selbst eine Meinung bilden, ob es stimmt, ob es nicht stimmt, ob, ja, was auch immer dahinter stecken sollte und. Ich finde es halt nur verwerflich, also selbst Italien, wo ja das Crazy ja so schlimm war, ja, lebt inzwischen wieder auf. Richtig gut sogar teilweise, also mit öffentlichem Leben, sage ich jetzt mal. Während sich Deutschland weiterhin alles gefallen lässt, sage ich jetzt mal so. Ich finde es gut und gleichzeitig stellt sich mir dann eine nächste Frage. Ich finde es gut, dass einige Gerichte jetzt beschließen, okay, diese Maßnahmen, die Verstärkung nachts, darf man das nicht, das nicht, das nicht, das nicht, das nicht, Ausgangssperre und so weiter, wird aufgehoben. So, wenn es doch in anderen Bundesländern oder in einigen Bundesländern so gehandhabt jetzt wird, ja, und die Gerichte das per Eilverfahren verfügt haben. Wieso bleibt es dann in anderen Bundesländern bestehen? Und welche Logik ist somit dahinter? Versteht ihr, was ich meine? Also das Ganze wirft sehr, sehr viele Fragen meines Erachtens auf. Aber wie gesagt, es soll sich jeder selbst eine Meinung bilden. Es soll jeder selbst für sich denken, was er auch möchte. Aber, und hier ein riesengroßes Aber, keiner sollte den anderen verurteilen, weil er eine andere Meinung, eine andere Sichtweise hat. Ja, das ist meines Erachtens ein No-Go. Und vor allem, wie schnell wird geurteilt, ohne überhaupt erstmal nachzufragen, warum denkt der Mensch so? Vielleicht ist ja sogar was dran an der Sache. Und von daher, das, was ich jedes Mal sage, wichtig ist wirklich, dass man sich gegenseitig anhört, statt einfach nur zu verurteilen, sich sofort eine Meinung zu bilden, ohne den Hintergrund zu wissen.
Hey, wo ist das Problem, sich einfach mal wieder normal miteinander zu unterhalten und ja, eben die unterschiedlichen Meinungen anzuhören und die Hintergründe und Gedanken dazu, was dann jeder macht. Ist seine Sache, aber vielleicht versteht der ein oder andere den anderen dann auch mal ein bisschen mehr, statt dass einfach nur auch dadurch Freundschaften beispielsweise kaputt gehen. Und ja, inzwischen gehen hier sehr, sehr viele Freundschaften auseinander. Ich kriege es von sehr vielen Leuten mitgeteilt, die dann auch sagen, ja, Gott sei Dank, also diese aktuelle Zeit zeigt mir doch, dass diese Menschen gar nicht mehr in mein Leben passen. Ich hätte ja nie gedacht, dass sie so ganz, ganz anders denken, dass die mich verurteilen, dass sie mich auch angreifen. Das ist dann schon sehr, sehr erschreckend, finde ich, weil eigentlich ja doch Freundschaften, ja, Freundschaften bedeuten Vertrauen und sich gegenseitig trauen und einander respektieren, akzeptieren, so wie derjenige ist. Und wenn man sich jetzt dann so anfeindet, angiftet und attackiert, was ist das denn eigentlich für eine Freundschaft? Ja, in diesem Sinne. Wie gesagt, wir sollten einfach wieder mal mehr miteinander reden. Tät uns allen echt auch mal gut, einander mehr zuzuhören, mehr zu reden und das Ganze auch einfach mal versuchen stehen zu lassen. In diesem Sinne, ich wünsche euch allen einen ganz tollen Tag. Macht das Beste aus allem. Hört einander zu, tauscht euch aus und dann bis bald. Eure Shinsui. Bye.